So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit LS19 und der nordfriesischen Marsch. Ich habe mir jetzt, um das alles so ein bisschen zu beschleunigen, habe ich mir ein bisschen was gekauft. Ich kriege ja auch jeden Tag irgendwie immer ein bisschen Geld halt durch die Solaranlagen und möchte natürlich auch ein bisschen mehr dann auch immer mal zeigen. Ich habe mir jetzt ein Gülle-Lager, wo ich Gülle kaufen kann, also ein Gülle-Silo quasi gekauft. Und ein Mist-Silo quasi, wo ich auch Mist kaufen kann. Also ist es nicht so, dass ich nichts dafür bezahle. Das eine hat 7.500 gekostet, das andere hat 23.000, glaube ich, gekostet. Ich kann es euch gleich nochmal zeigen. Es läuft hier unter Diverses. Das ist einmal der Kamerad hier. Bin ich schon dran vorbei? Nee. Genau, dieses Easy Mode Mist Import. 7.500 und hier hinten genau dieses Lager, ach ne, auch 7.500 Gülleabfüllstation. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich das vorhabe. Nicht wundern, gleich wenn ich die Fahrzeuge nach Hause fahre, also diese den Anhänger hier und den Anhänger da hinten hinter, nicht wundern, auf der Brücke stehen ein paar wie heißen diese CBS-Container oder wie die heißen? Also diese Plastik 2000 Liter Container, die räume ich da noch weg. Ja, bin ich jetzt noch nicht zugekommen. Außerdem habe ich mir einen Trecker gegönnt und auch noch ein bisschen Geld verpulvert, einfach so. Ich hatte mir hier noch einen Mod draufgezogen, wo ich gedacht habe, ich könnte diese, wo ist denn das? Diese Paletten da mit zum Hof befördern. Das war hier hinten dieses Fliegel-Mod. Cargoline-Pritsche. Zum Beispiel jetzt nur, ja. Mit Autoload. So. Damit kann man natürlich viele dann auch laden. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Also er lädt, wenn ich es als Autoload kaufe, funktioniert es einfach nicht. Das ist das Ding. Also er kann nicht aufladen. Und wenn ich dann in eine Werkstatt gehe, also den Anhänger vor die Werkstatt fahre und den versuche zu konfigurieren und es einstelle, dann kaufe ich es, also dann konfiguriere ich es um. Und es funktioniert immer noch nicht, also die Autoload-Funktion. Ansonsten ist der Anhänger nicht verkehrt. Man kann ihn ja auch ohne Autoload benutzen. Zum Beispiel hier für normale Ballen, Square, also Rundballen, eckige Ballen, 20 Paletten zum Beispiel, ein Kottenmodul, also ein, ja, und man kann auch Fahrzeuge draufladen, also die lassen sich hier, die können hier hinten eine Rampe ausfahren, also dann klappt das Ding hier runter und dann kommen hier diese beiden Rampen raus, richtig geil, eigentlich so. Da habe ich ein bisschen investiert, ich habe hier die großen gleich genommen, den hier, den 25. Tja, und dann, wenn du hier Autoload eingibst, dann bist du gleich bei 35.000. Dann kannst du hier noch ein bisschen die Reifen variieren. Ich hatte dann, glaube ich, Nokia angenommen. Oder beziehungsweise die Trelleborg. Die sahen auch ganz geil aus, eigentlich hier so. Und dann bist du bei 36.000. So, das hatte ich halt gemacht. Glaube ich, vier oder fünf verschiedene Anhänger gekauft. Und ja. Jetzt habe ich mir aber noch einen Trecker gekauft und zwar hier den Xerion 5000 mit dem Raupenlaufwerk. So, weil ich einfach noch einen Trecker brauchte. Da muss ich allerdings sagen, habe ich das Geld wieder rausgeholt, weil dieser Trecker laut diesem Mod nicht so viel kostet. Also ich weiß nicht, warum der Modder das gemacht hat. Vielleicht hat er da auch eine Stelle vergessen, hier 37.000. Also ich habe jetzt 57.000 gekauft, bezahlt, weil die Raupenlaufwerke doch 20.000 zu Buche schlagen. Das muss ich euch beichten, da bin ich auch ganz ehrlich und ja, gut. Also ich habe ihn jetzt, ich könnte natürlich jetzt nur diese Fahrzeuge kaufen, aber will ich gar nicht. Also der wird jetzt den. Achso, der Axion hier, den hatte ich ja vorher schon. Also nur nochmal so zum am Rande halt, ne? Ich habe das jetzt alles hier in Glas gefärbt,
weil Glas ja jetzt im Moment sehr in ist, also in den Glasfarben. Den werde ich jetzt hier an die Straße stellen. Den LKW nehme ich jetzt auch. Oder lasse ich den LKW hier stehen? Ich weiß es noch nicht. Ich hätte natürlich auch den LKW jetzt benutzen können, um den Strautmann dann zum Hof zu fahren. Dann zeige ich euch jetzt gleich noch, wo ich die Dinger platziert habe. Das ist auch schon Land, was ich schon besitze. Ja, könnt's auch mal ein bisschen warten, Fräulein, ne? So, dann stellen wir uns den hier hin, koppeln das mit Follow Me Mod. So, und dann kann ich immer diese beiden Zutaten quasi. Ich habe den Xerion jetzt hinten dran gebastelt, weil der Axion halt nur 53 fährt und der Xerion 61. Auch vom Modder nicht original, also alle Class-Fahrzeuge fahren maximal 53. Nur mal so am Rande. Der wird jetzt wahrscheinlich auch gleich auffahren hier. Ich hoffe, das ist mit dem Follow Me Mod, mit dem neuen Update quasi dann auch behoben worden. Aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen habe ich den jetzt mal hinten dran gefahren. Sonst würde ich wahrscheinlich mit dem. Aber ich höre ihn ja, also er ist ja direkt hinter uns. So gesehen auch nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob man das hier schon sehen kann auf der Brücke. Nee. Ah, doch. Ich kann es sehen. Ich weiß ja, wo es ungefähr ist. Genau. Ah, die Sonnenblumen sind auch schon fertig. Das ist sehr gut. Muss ich nur nochmal gucken, welche Wachstumsstufe. Ich habe da nochmal Unkraut weggemacht im letzten Video, glaube ich. Genau, da hatte ich eine große Aktion gemacht und dann auch nochmal zweimal durchgedüngt. Ja. Das gleiche habe ich jetzt mit Feld 59 gemacht. Habe ich jetzt Raps gepflanzt und wollte dann. Oh, da müssen wir mal ein bisschen warten hier, sonst reißt der Faden. Auf Feld 59 habe ich Raps gepflanzt, da auch Unkraut weggemacht und zweimal drüber gedüngt. Beziehungsweise die Amazone habe ich mir ja mit dem John Deere geliehen, also geleast quasi. Steht auch noch am Hof. Brauche ich auch weiterhin. Also der bleibt auch im Leasing. Muss ich mal gucken. Kann jetzt natürlich sein, dass ich hier, da oben stehen die Paletten. Ich habe die jetzt schon so ein, zwei habe ich schon mal weggefahren. Kann sein, dass der Faden jetzt reißt vom Follow Me Mod. Dann muss ich halt nochmal neu ankoppeln. Wie ihr seht, der Teleskoplader steht hier schon auf der Brücke, um das dann auch abzufahren. Ups, was mache ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich Tab drücken. Also, wir haben jetzt ein neues Fahrzeug. Das ist auch sehr schön. Da ist er. Einmal lösen. Dann hier vorbei. Oh, das wird eng. Ah, verdammte Axt. Gut, aber hat geklappt. So gesehen. Alles gut. Na, der schiebt den jetzt ein bisschen an. Soll er ruhig machen. Jetzt kann er mitfahren. Wie gesagt, der Teleskoplader steht hier um die Paletten nach und nach, weil ich halt keine Outlo. Ich hatte das erst mit einem Tieflader-Trailer gemacht. Der Tieflader ist aber hier an dem Buckel, nur auf der anderen Seite der Brücke, halt hängen geblieben. Und deswegen, ja. Ich habe das hier, da sind ja diese beiden Windräder, da habe ich das hingebaut. Diese beiden, das Land gehört mir ja. Dadurch, dass ich ja dieses Zwischenland wieder gekauft habe. Ja, habe ich das dazwischen gebaut, jetzt einfach zwischen die beiden Windräder, kann jetzt hier gleich auf den Feldweg rauffahren und dann dort beladen, hoffentlich. Wenn es natürlich nicht funktioniert, dann reißt das wieder ab. Ich habe das vorher nicht getestet. Deswegen machen wir das jetzt. Also der müsste ja jetzt hier vorne und der dann dementsprechend hinten. Den entkoppel ich jetzt und fahre ihn mal vorbei zur Güllestation und hoffe, dass ich dann 55.000 Liter Gülle fassen kann. Kostet dann hoffentlich auch.
Gülle Start. Kostet Geld. Sehr gut. Das war mir sehr wichtig, dass das Geld kostet. Damit ihr nicht sagt, hier, das ercheatet er sich jetzt oder so. Also ihr seht ja, dass der Timer da oben läuft. Gülle kostet natürlich nicht so viel. Ist jetzt aber ein ganz schöner Batzen. Ich muss mal gucken, wenn ich jetzt aussteige, läuft es weiter. Sehr gut. Dann kann ich nämlich in der Zeit schon mal den Mist aufladen. Ich hoffe, das funktioniert genauso. Also da stand ja Import. Import heißt ja immer rein. Ne? Wie ihr sagen würdet, rein in die Euga. Das geht auch. Perfekt. Demnach müssen wir jetzt halt ein bisschen warten, bis die beiden voll sind. Oder wir kümmern uns mit dem Teleskoplader zum Beispiel darum, dass die Paletten an Laden kommen. So. Das könnten wir ja auch machen. Wenn der Zähler dann da oben leer ist, entweder ist er leer oder ja, dadurch, dass es ja dann gleich 19 Uhr ist, werden wir dann ja von den Solarplatten, also von den Solaranlagen dann auch wieder Geld kriegen. Hier ist zum Beispiel gar nichts drin. Das lohnt gar nicht, das jetzt zum Hof zu bringen. Da könnte ich dann mal schnell mit dem Dings vorbeifahren. Und da beladen. Ich bin dann halt mit den beiden Amazonen, die ich mir übrigens auch schon gegönnt habe, da immer vorbeigefahren. Der fährt mir jetzt rückwärts zu langsam, deswegen verdrehe ich hier einmal. Die ich mir auch gegönnt habe. Eine hat, glaube ich, 230.000 gekostet. Weiß jetzt nicht genau. Könnte natürlich auch sein, dass er ins Minus geht jetzt. Er ist schon wieder müde. Total schlimm. Immer wenn ich zocke. Nein, das ist natürlich auch, die Uhrzeit ist schon 2:30. Ja. Und dann muss ich mal gucken, wo ich das hinlade. Weil ich habe hier schon zwei stehen. Genau, der ist beim zweiten Haufen. Beziehungsweise Haufen, was sage ich, Haufen. Wollte ich eigentlich hier so hintereinander hinstellen, schön ordentlich. Oder so in einer Reihe zumindest, dass ich dann einfach nur mit der Amazone dran, Schlauch von Container zur Amazone. Genau, und jetzt sind die beiden da unten auch schon fertig, dann können wir da mal hin switchen. Haben wir natürlich jetzt nur einen geschafft, der hier ist randvoll bis oben hin. Sehr gut. Fahren wir dann gleich mal so zum Hof. Picken den Dings gleich wieder hinten an. Genau. Der ist auch randvoll bis oben hin. Dann haben wir jetzt zwar nicht die gleiche Kapazität, die wir dann in den in die Düngeproduktion einfüllen, aber wir haben ja auch schon ein bisschen was drin von den Schweinen, ne? Was war das jetzt gerade? Dann fahren wir jetzt mal Quadrak. Quatsch. Also Xerion sieht genauso aus, wie der normale Xerion auch aussieht von innen. Nur halt dann, ich rede heute ein bisschen robotermäßig irgendwie, das kann aber auch mit der Zeit zusammenhängen. Also mit der späten Zeit. So, hier auf dem Teilstück kommen ja keine Insel, keine Fahrzeuge. Ich sag mal Insel. Das Feld ist hier auch schon fertig. Ihr seht auch zwischendurch das Unkraut, was vernichtet wurde durch das Glyphosat. Beziehungsweise durch den Pflanzenschutzdünger. Ne? Ist so, und der Axion, der braucht ein bisschen. Der hat ein bisschen zu kämpfen, glaube ich. Da werde ich dann demnächst dann auch nochmal Trecker aufstocken und dann mal den ganz großen Axion kaufen. Oder vielleicht auch ein Fendt. Oder. Also ich bin mir da noch nicht so sicher, was ich da überhaupt mache. So. Dann kann ich nämlich hier, wenn die Produktion dann anläuft, auch meinen eigenen
meinen eigenen Dünger beziehen. Ups, so wollte ich das eigentlich nicht. Ich wollte hier eigentlich rückwärts ranfahren. Dünger ist hier noch gar nicht drin. Da steht jetzt nur 94 dran. Na, das war klar. Mist und Kompost. Ich weiß nicht, warum das so ist. Jetzt ist er durch das Güllefass durchgelaufen. Ja, schauen wir mal, ob das dann funktioniert. Dann werde ich noch den Flüssigdünger herstellen. Da muss ich noch eine Saatgutproduktion, brauche ich hier hinten auf jeden Fall noch. Das werde ich dann auch vervielfältigen, also so, dass ich dann auch... wie geht denn das? Kann man das hier direkt... Ja, ne? Ja, ne, keine Ahnung. Stalldungstreuer anschalten. Nee, will ich ja gar nicht. Ich will es eigentlich nur abladen. X. Das ist jetzt die Frage, ob ich, wenn ich das anschalte, ob er es dann auch ausfüllt oder ob man es auch entleeren kann. Steuerung I war das eigentlich immer. Oder Steuerung I. Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, hier oben kann man noch aufklappen. Kann man dadurch die Kapazität erhöhen oder was soll das bewirken? Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Nee, kann man nicht. Na gut. Müssen wir mal gucken, ob sich das dann... Wir werden erstmal die Gülle jetzt reintun. Ja, wie zuvor, warum geht das nicht? Fahrtrichtung wechseln. Habe ich jetzt Mist gebaut oder was? Oder keine Ahnung. Okay. Ich werde das nochmal austesten im Offscreen und werde euch dann... dann darüber im nächsten Video berichten. Ja, weil unsere Zeit ist auch schon wieder um. Ich habe jetzt dermaßen überzogen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da. Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss. Euer Bioschmied.